So, dann wären wir wieder. Und zwar mit einer neuen Version, die primär das Problem mit dem Wasser gefixt haben soll. Da bin ich ja gespannt. Außerdem sind die Kreaturen wellenstärker geworden. Die Beholder bewegen sich jetzt auch. Es gibt eine neue Schneewelt und ja, also sind gut dabei zu patchen. Du bist bei wie viel Prozent? Nicht abbauen. Ich will nur wissen. Tote? Ich krieg keinen Mouse-Over beim Tote. Also sehr schön. Sie haben neue Sachen eingeführt und alte Sachen sind kaputt. Na gut, solange meine Zwerge schlafen, ist alles gut. Hm, was machst du da? Ernsthaft, was machst du da? Genau, hau mal für die Schnecke tot. So, ihr da unten habt nicht mehr lange ein Portal. Flup, 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 flup. Das kann weg, das kann weg. Ton! Sehr schön. Kohle war das auch noch. Also Kohle, Erde, Wasser für Ton. Den können wir endlich unser Terrakotta-Zeug machen. Und neues Portal. Bitteschön. So, haben wir noch irgendwo Zwerge, die gefangen sind oder ewig lange bräuchten, um zurückzukommen? Nicht wirklich. Alles einsacken, sehr gut. Hier sollten wir mal zumachen. Dreck. So, wie war das? Sand, Kohle, Erde? Irgendwie so? Ton? Oh, Wasser. Okay. Wasser haben wir jetzt doch ein bisschen. Dreck auch. Kohle? Ja. So. Venezianischer Stuck. Sandton. Aha. Sand. Ton. Wasser. Ganz viel venezianischer Stuck. So, wenn wir jetzt nicht ganz viel Komfort bekommen, dann weiß ich auch nicht mehr. Ersetze Dreck, ersetze Holzwand, ersetze Kuckucksuhr, ersetze Fackel, ersetze Dreck. Wir könnten daraus eine Mauer bauen, fällt mir gerade auf. Also ich kann einfach hier auf Bau venezianischer Stuck drücken. Dann wird der Block halt vorne hingesetzt und nicht hinten. Aber ich denke nicht, dass es sehr stabil sein wird. Nope, nicht abbauen. Dass ich jetzt nicht gucken kann, wie viel Prozent glücklich das Totem ist, ist ein wenig irritierend. Gerade jetzt, wo ich ja hoffentlich mehr Komfort bekomme. Oh, na gut. Wir hätten gerne da die Erde. Erstmal eine Etage. Schnarch. Und danach sollten wir uns eventuell langsam um Rüstung und Waffen und dergleichen kümmern. Denn die Gegner sollen ja schwerer geworden sein. Und in einer halben Stunde kommen wieder ein paar. Ersetze Erde. Wie viel haben wir noch? 25, oh. Das geht ganz schön schnell weg. Okay. Kuchensohn hatten wir gebaut. Essen sollte auf dem Tisch. Salat haben wir schon. Eine dritte Mahlzeit wäre vielleicht nicht schlecht. Was haben wir denn so? Steinerner Herd. Haben wir auch noch keinen, ne? Genau, hier ist die Küche. Passt ein steinerner Herd hier hin? Gucken wir mal. Und deshalb brauchen wir einen Kessel. Eisen haben wir noch ein bisschen was, aber so wirklich viel ist was anderes. Vor allem, wenn wir anfangen mit der Stahlproduktion, wo wir jedes Mal zwei Eisen, zwei Kohle oder so brauchen. Das könnte problematisch werden. So, steinerner Herd. Stein, Kohle. Kessel. Da. So, passt du da hin? Ja, oh, bist du süß. Du bist aber süß. Bist du überhaupt zum Kochen? Oh, versteckst du dich da? Steinerner Herd. Ein einfacher Herd aus Stein. Okay. Steht nichts vom Kochen, steht nichts von Deko oder Komfort. Ist einfach nur ein steinerner Herd. Oh, das war falsch. Ersetze Erde.
Also sieht schon mal schicker aus. Auch wenn wir jetzt echt den Dreck hier dazwischen ersetzen sollten. Das passt sonst gar nicht mehr. So, bald haben wir keinen mehr. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, woran es jetzt hapert, weil wir hatten sowohl Sand als auch Dreck als auch Wasser jede Menge. Wahrscheinlich habe ich einfach nicht genug Dings gebaut, genug Ton hergestellt. So, und woraus machen wir jetzt die Mitteldinger? Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Die Mitteldinger machen wir aus. Steinwall braucht gar nichts. Sand, Wasser, Stein. Sand, Wasser, Stein. So. Ersetze Erde. Gucken, wie das aussieht. Wobei es innerhalb der Festung hier eher darum gehen sollte, dass es mehr Komfort macht. Und ich denke, eine Steinwand wird nicht sehr viel Komfort bringen, aber... Mh. Genau, zeig mal. Jetzt hat er das Hintere ersetzt. Das sollst du nicht. Ersetz Stein, ersetz Stein. Ersetz Wurzeln. Hinten bringt uns das gar nichts. Naja. Wirklich viel Auswahl haben wir sonst nicht. Wir haben hier ein Relief, aber... bringt nicht mal Komfort. Das ist nicht schön. Ziegelwand. Ziegelwand hat noch mehr Haltbarkeit und bringt Komfort. Starke Wand, die eine gewisse Heimlichkeit ausstrahlt. Naja. Holzwand hat nur Haltbarkeit. Komfort 1. Bestimmt die Statue wollten wir bauen. Wo war da das Problem? Werkstatt. Haben wir die Werkstatt inzwischen? Nee, haben wir nicht. Aber unsere Zweige haben sich anscheinend jetzt schon auskuriert, was das Schlafen angeht. Eventuell hat es ja schon was gebracht. Oh. Oh. Das sieht doch mal schick aus. Ja doch, das machen wir weiter. Ersetze Stein. Ersetze Stein. Ersetze vorne Stein. Ersetze vorne Stein. So, ersetze vorne Erde, ersetze vorne Stein, vorne, 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 vorne. Wir brauchen mehr von dem Stein. Und das Bett da sieht echt unpassend aus. Ist gerade ein Zwerg runtergefallen? Warum das denn? Und sie sind immer noch am Ertrinken, aber nicht ganz so extrem wie vorher. Also am Ende der letzten Folge hatten wir ja 5 Zwerge, die hier festhingen. Das Problem war wohl, wenn sie am Ertrinken sind, während sie nicht auf dem Bildschirm sind. Und das soll mit dem jetzigen Patch behoben worden sein. Zumindest größtenteils. Und hier nimmt einfach ein Portal. Die Mana haben wir über. Apropos Mana über. Wir sollten jetzt... alles hierfür haben. Zip. So, komische Pilze. Andere komische Pilze. Wasser und Gras. Müssen wir das jedes Mal zaubern? Jedes Mal zusammen? Ja, anscheinend. Das ist nicht gut. Oh, oder auch nicht. Okay. Also muss es nur einmal herstellen. Dann einmal hier bitte. Flop. Okay. Kann ich nicht nochmal zaubern. Unpassender Platz. Finde eine Stelle mit mehr Platz. Wie jetzt. Aha. Sie gehen gleich ein bisschen hoch. Ein bisschen schnell hoch. Wow. Okay. Das da sollte eigentlich noch weg. Und oh. Du... das da soll weg. Ja, die Pilze können wir auch abbauen, aber ich meinte eigentlich das Zelt selber. Das war ein Busch.
Das Ding da soll weg. Kann man nicht mehr zerstören. Okay, das könnte ein Bug sein. Mal gucken, ob wir jetzt jemals neue Goblins bekommen. Das wäre irgendwie schade, wenn nicht, ne? So, du stirbst auch noch. Ihr bekommt hier oben neuen Porter. Nee. Und das soll alles weg. Hantamata. Oder Hota. So, ihr sackt alles ein. Hier oben wächst es vor sich hin. Das sieht nicht gut aus. Ach so, man sieht jetzt, was dahinter ist. Irr. Was? Nein, nein, ich will ihn direkt dahinter setzen. Was? Das ist sehr komisch. Nicht gut. Das muss weg. Obwohl, stopp. Grabe. Macht er nicht. Ja, doch. So, jetzt haben wir ein Loch in der Wand. Ne, also muss erst die hintere Mauer setzen. Und dann die vordere. Und da darf ich jetzt nicht. Das ist sehr unpassend. Bloing. So, jetzt bekommst du ein... Jetzt darf ich deine damit nicht bauen. Warum nicht? Flop. Sieht nicht schön aus. Wenn man einfach alles so... Dann fällt es nicht ganz so auf. So. Und da kannst du nicht bauen, weil... Ah, so geht. Irgendwas ist mit denen komisch. Oder ich habe das Prinzip von denen nicht so ganz verstanden. Baue Steinwall. Tick, tack, tick, tack. So. Eine durchgehende Steinwall. Jetzt könnten wir da einmal raufklicken und das Deko verändern. Problem ist nur, dass man dann dahinter sieht, was dahinter ist. Und dahinter ist halt bei uns aller möglicher Murks. Genau, wie man das hier auch sieht. Hier hat man diese schöne Freske, man sieht dahinter den Dreck. Also machen wir hier auch so. Also wir müssten echt alles wegmachen. Und das dann neu setzen. Das ist mir momentan jetzt doch ein wenig zu viel Arbeit, dann mache ich lieber so. Genau. Hier könnten wir es theoretisch machen. Wir könnten die Wurzeln ersetzen. Setze Wurzeln, ersetze. Nein, ersetze. Geh. Geh weg. Ersetze hinten Erde, ersetzen hinten Erde, ersetzen hinten Erde. Alle. Gut. Das Zeug ist weg. Gut. Da muss Erde hin, damit nicht wieder irgendwas wächst. Da brauchen wir ein Portal für. Können wir inzwischen angeln? Nein, wir haben keine Angeln. Können wir eine Angel bauen? Ja, können wir. Ein Seil. Zwei Angeln. Fische. Wie schaut es hier hinten aus mit dem Wasser? Wasser ist alles gut. Hier hätte ich gerne eine Lücke, damit da nicht wieder Wasser reinrieselt und wir irgendwo trinken können. Ihr bekommt ein neues Portal. Und warum ist hier unten ein totes Wildschwein? Das ist sehr kurios. Aber sammelt erstmal alles ein. Und doppelte Geschwindigkeit, damit ihr schneller einsammeln könnt. Gegenstände auf dem Boden hüpfen wir durch die Gegend. Was haben wir da? Eine Fackel. Okay. Oh, hallo Zombu. Wow. Was sind ein paar mehr. Wir haben da gerade echt einfach so einen Block weggehauen. Also mit einem Schlag weggehauen. Das ist okay. Das einmal weg, dann Block hin bitte.
Oh, hier braucht ihr auch noch ein Portal.